Hey Leute, ich bin heute an der Zwönitz. Es ist ein ganz kleiner Bach. Hier unten seht ihr den schon. Es ist ein Salmonidengewässer und ich werde heute mit meiner Baitcast-Kombo Gummifischen und Wobblern probieren, hier ein paar schöne Bachforellen zu fangen. Erstmal dieses Rieselstück. Ihr seht es hier unten. Da stehen immer mal schöne Forellen. Und da werde ich natürlich jetzt gleich mal probieren, immer noch mit dem Gummifisch. Mal sehen, auf Wobbler werde ich dann später mal wechseln. Ja, erster Biss. Schon wieder. Jetzt. Also die hämmern drauf wie blöd. Leider nichts hängen geblieben. Nächster Versuch. Nächster Biss. Wir haben den Köder jetzt natürlich schon ein paar Mal gesehen. Und wenn sie ganz schlau sind, ich stehe ja jetzt hier voll in der Sonne noch, haben sie mich auch schon gesehen. Ja, das ist natürlich, die zuppeln da schon ganz schön dran rum. Jetzt. Verdammt, im Sprung gelöst. Jetzt. Scheint auch nur eine kleine zu sein, ich kann es ja ganz leicht reinholen. Ja, wir waren nur eine ganz kleine, ist zum Glück gleich wieder abgegangen. Ach Quatsch. Ein Barsch in der Salmo-Strecke. Naja, bis der zu Salmoniden wird, dauert es wohl noch ein Stück. Yeah. Fast noch Rute fallen lassen. Aber schöner kleiner und kommt natürlich auch, wenn er ja nicht reingehört, wieder zurück. Wow, ganz fix. Die nächste Stelle ist dieser Gumpen hier. Eigentlich ist es fast gar kein Gumpen, das ist einfach nur ein Einlauf von einer kleinen Schwelle. Aber man hat ein tiefes Stück und ich probiere es jetzt immer noch mit dem Gummifisch, weil ich denke, dass der auf jeden Fall hier erstmal gut fangen wird. Und wenn ich hier ein paar Bisse habe und die nicht verwandeln kann, kann ich es ja mit dem Wobbler immer noch probieren. Kleine Forelle. So, und die kommen natürlich gleich wieder zurück. Ich habe mir gerade meinen Gummifisch abgerissen und das ist eine optimale Stelle, um euch mal zu zeigen, mit was ich angle. Also ich habe hier nämlich einen kleinen Karabiner. Ich hatte immer den D-Snap von Daiwa. Die sind sehr gut, aber auch relativ teuer, das ist gerade noch einer. Und ich habe jetzt noch ein paar andere, also sehen fast genauso aus. Weiß ich aber gerade nicht, von was das ist. Ja, die sind ganz winzig und haben einen großen Bogen, gerade für Wobbler sehr gut geeignet und für Gummifische natürlich auch. Dann mache ich den hier einfach fest mit einem ganz normalen Grinnerknoten oder Blutsknoten. Wie auch immer ihr den nennen mag, der geht eigentlich, gehen eigentlich alle fast ähnlich. Und bisschen mit Stubucke befeuchten, damit er gut rutscht. So, jetzt haben wir den Karabiner.
Und jetzt nehme ich einen Gummifisch und zwar von Lanker City. Ist es einer? Der hat, dürften 3 Inch sein, also 6,2 oder 6,3 Zentimeter oder was das ist. Eine ganz natürliche Farbe, 2 Gramm Bleikopf dran und damit fische ich jetzt auch. Oh, geh mal wieder raus da. Na, geh mal rundherum. Wieder nur eine ganz kleine. Mal sehen, ich werde mal ein Stück weiter hochgehen, da habe ich da schon immer größere gefangen. Weil ich will jetzt hier nicht die ganzen kleinen Schniebel fangen. Das Schöne ist, trotz dass hier so klares Wasser ist, sind die Forellen kaum scheu, weil hier direkt ein Weg lang führt. Und auf der anderen Seite sind Gärten und da ist sicherlich auch mal immer Geschrei da. Hier muss man nicht großartig aufpassen, wie man läuft, dass man sehr sich duckt oder so. Und man kann die Forellen eigentlich immer wieder anwerfen. Die sind sehr, sehr gierig und nehmen eigentlich auch 2-3 Mal einen Köder. Eine weitere sehr schöne Stelle hier, auch eine kleine Rausche. Und auf der anderen Seite bei diesen großen Baum bei der Linde. Die Wurzeln sind total ausgespült und da steht sicherlich ein großer Fisch. Ich habe da auch schon mal einen guten gefangen gehabt. Oh, verdammt. Und da werde ich es dann auch gleich noch mal probieren. Ja, eine etwas bessere Forelle. Hat sich hier. Legen dann immer noch mal so einen kurzen Sprint hin. Am besten jetzt gleich noch mal einen zweiten. Schön geschluckt gehabt. Schön gut inhaliert und das ist doch eine ordentliche Forelle. Die kommt auch gleich wieder zurück. Wir sind jetzt vielleicht doch bei den größeren angelangt und müssen uns nicht mit den ganzen kleinen Schniebeln rumschlagen. Ich hätte das mit den Schniebeln vielleicht nicht sagen sollen. Es ist ja jetzt keine ganz kleine Forelle. Aber sie ist doch schon deutlich kleiner. Zack. Und natürlich auch ganz fix wieder zurückgesetzt. Mal wieder nicht gerade eine große Forelle. Hier runter auf den Stein. Um nicht in den Schlamm treten zu müssen. Aber dafür umso schöner gezeichnet. Und ich denke, die will auch ganz schnell wieder zurück. Also wenn ihr sehen wollt, wo ich hänge, der Baum. Einmal genau rüber, wo die Schnur hängt. Einmal ringsrum und mit dem Haken in der Rinde festgehangen. Das ist nicht lustig.
Na okay, ich werde mal rübergehen. Guckt euch bitte genau an, wo der hängt. Hier. Einmal ringsrum. Und er wäre gelöst gewesen. Naja, okay. Ich gehe gleich wieder zurück und dann ein bisschen weiter oben gibt es wieder schöne Stellen. Und da greife ich gleich an. So, hier ist die echt coole Stelle. Wir haben eine Außenkurve. In der Außenkurve ist ein großer Stein oder generell Stein. Und das ist extrem schön ausgespült. Und da kann ich hier mit dem schönen kleinen Gummifisch am Bleikopf schön tief runterkommen, was ich mit einem Wobbler hier auf die kurze Distanz kaum schaffen würde. Und erstmal durch diese Rückströmung dort befischen und dann dieses etwas schneller fließende Stück, das ist dann noch tiefer. So, trotz dass es hier so eine schöne Stelle ist, anscheinend kein Fisch, will sich hier überreden lassen, auf meinen Gummi zu gehen. Schöner Fisch, hat gerade hier gebissen, hat den Gummi auch mächtig tief rein genommen. Ein bisschen das machen. Er hat das nämlich mal inhaliert. Ist auch nicht wirklich willig, jetzt hier Landgang anzutreten. Mal die Zange genommen jetzt. Da geht es ganz einfach raus. Hoppala. Ja. Normalerweise tun wir sie an ein bisschen ruhigeren Stellen zurücksetzen, aber die hat damit gerade gar kein Problem gehabt. Ist gerade einfach wieder hier hochgeschossen. Hat direkt in dieser starken Strömung hier gebissen. Und mal sehen, vielleicht stehen ja da noch mehr. Während ich jetzt hier langsam zu meinem Fahrrad laufe, das habe ich da vorne irgendwo angeschlossen, kann man mal ganz kurz den Tag zusammen oder die 2 Stunden zusammenfassen. Ich bin ja immer nur kurz nach der Schule los und ich denke, es war ein ganz gutes Ergebnis. Keine richtig großen Forellen dabei leider, aber viele mittlere, sage ich mal. Und hat vor allem Spaß gemacht, mit der Baitcast zu angeln. Zur Rolle, das ist eine Daiwa Alphas R Edition. Logischerweise in Linkshand, da ich Rechtshänder bin. Und drauf habe ich, also eine Schnur, habe ich eine Stroft, eine R1, eine ganz dünne sozusagen, in grün, stört die Fische wie gesagt nicht. Ich habe 1,50 Meter oder so ein monophiles Vorfach davor, so dass die Schnur eigentlich kaum im Wasser ist. Gefischt habe ich heute als Köder nur diesen Gummi. Der hat mir heute vollkommen ausgereicht, obwohl ich denke, dass ich an manchen Stellen mit Wobbler besser bedient wäre. Aber hier, wenn man in so einen tiefen Gumpen rein muss, ist so ein Gummifisch doch besser. Wie gesagt, das ist der kleine von Finesse. Nee, nein, von Langer City. Finesse ist ein anderer Gummifisch. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Aber ein ganz schlanker sozusagen. Schönen Teller hinten drauf. Und ein 2 Gramm Jigkopf. Der hat hier für den kleinen Bach vollkommen ausgereicht. Vielleicht kann man in anderen Gumpen, wo es ein bisschen tiefer ist, auf 3 Gramm hochgehen. Aber ich denke, das war ganz gut. Und vergessen habe ich die Rute. Das ist eine von Baspara. Oder Baspara, wie auch immer man das aussprechen möchte. Länge von 1,80 ungefähr, glaube ich. Also 6 Fuß und 3 Zoll. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie lang das ist, wenn es euch interessiert. Und mit einem Wurfgewicht von 3 Sechzehntel bis einer halben Unze. Das sind, glaube ich, 5 bis 14 Gramm. Ja, ganz kurz noch dazu, die Rolle, die wirft schon extrem kleine Gewichte. Also das ist schon für sowas ausgelegt.
aber ich habe noch RBFS-Lager drin. Die verleiten dem Werfen noch eine ganz andere Struktur. Macht viel mehr Laune und man wirft einfach viel entspannter damit. So, ich laufe noch ein bisschen hier entlang und verabschiede mich. Ich wünsche euch viel Spaß und als kleines Resümee, ich denke, ihr werdet bald mal ein Video von mir sehen, wie ich hier mit der Fliegenroute hantiere. Denn in dieses Gebiet stürze ich mich ab diesem Jahr, also 2014 auch. Habe jetzt auch meine erste Combo dafür gekauft und werde dann hier bald mal mit einer Fliegenroute angreifen. Also bis dahin wünsche ich euch viel Spaß am Wasser. Vielleicht sieht man sich ja mal.